Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Hackner und ich möchte Sie heute wieder über die Vorgänge und Hintergründe in Backhaus Hackner während der Corona-Krise informieren. Wir waren gestern, mein Cousin und ich, Stefan Hackner, zusammen mit anderen Bäckern, Metzgern und Lebensmitteleinzelhandel der Region von der Stadt Ingolstadt zu einem Arbeitskreis Pandemie eingeladen, wo außer den Vertretern der Stadt, des Gesundheitsamtes auch ein Virologe vom Klinikum da war. Und man kann sich einfach mal wirklich intensiv unterhalten. Die Frage ist grundsätzlich gewesen, ist es gefährlich heutzutage zum Bäcker und zum Metzger zum Einkaufen zu gehen? Kann ich mich da anstecken? Die Frage konnte der Virologe eigentlich sehr klar beantworten. Also die Experten gehen im Moment davon aus, dass man einen mindestens 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt haben muss innerhalb von 1,5 Meter. Das heißt also ein 15 Minuten Gespräch mit jemandem, der bereits Corona hat, kann dafür verantwortlich sein, dass man sich ansteckt. Jeder, der Bäcker und Metzger kennt, weiß, dass allein der Abstand, den man hat zwischen der Verkäuferin und dem Kunden durch die Theke ja mindestens schon 1,5 Meter ist. Und in den allerwenigsten Fällen findet tatsächlich ein intensives 15-Minuten-Verkaufsgespräch statt. Selbst wenn man mal 5 Minuten in der Schlange stehen muss, beim Warten, wird also, sage ich mal, die Zeit viel zu kurz sein, als dass man sich tatsächlich beim Bäcker oder Metzger nach Expertenmeinung im Moment durch Corona infiziert und ansteckt. Ein weiteres Thema, was immer wieder gefragt wird, ist, ja, was ist denn mit dem Bargeld? Da können ja, sage ich mal, die Viren drauf haften bis zu 9 Tage auf Oberflächen. Auch diese Frage ist zum Beispiel heute im Donaukurier behandelt worden, erklärt worden. Experten geben Entwarnung. Auch der Virologe hat gesagt gestern, ja, es ist richtig, die Viren können vereinzelt nachgewiesen werden. Aber die Keimzahl, die sich auf so einem Geldschein oder einem Geldstück befindet, ist viel zu gering, als dass eine Ansteckung stattfinden kann. Beispiel war ganz lustig, er hat gesagt, Sie können so einen Geldschein gerne abschlecken, da holen Sie sich alles Mögliche, aber ganz sicher kein Corona. Für uns und für Sie, liebe Kunden, auch wichtig, wir haben die Möglichkeit, bargeldlos zu zahlen. Trotz allem keine Angst vor dem Bargeld. Ich denke mal, wir gehen mit der Hygiene gut um und auch das Bargeld bringt uns ganz sicher nicht um. Trotzdem ist uns aufgefallen, dass natürlich, sage ich mal, die Kunden nicht immer so Geduld mitbringen. Wir versuchen alles richtig zu machen. Wir fassen die Kleingebäck mit der Zange an, wir nehmen das Brot mit der Serviette, wir waschen uns zwischendrin die Hände. Es dauert vielleicht manchmal ein kleines bisschen länger. Aber es gibt keinen Grund, Hamsterkäufe zu machen. Wir sind morgen wieder da, die Theken sind morgen wieder voll. Und liebe Kunden, manchmal würde es auch den Leuten, die im Verkauf arbeiten, die jeden Tag für sie da sind, die Leuten in der Pflege, die LKW-Fahrer, die auf der Straße stehen und vielleicht im Stau stehen, ein kleines Lächeln und ein Dankeschön würde ihnen gut tun. Und ich bitte Sie in der heutigen Zeit, freuen Sie sich und seien Sie froh, dass so viele Menschen im Moment immer noch da sind, jeden Tag aufstehen und versuchen, die ganze Sache so gut wie es geht am Laufen zu halten. Dankeschön, ein Lächeln. Ich denke, das ist doch etwas, was man dem Gegenüber schenken kann. Und eigentlich, sage ich mal, ein Lächeln zu teilen, erwärmt einem selbst das Herz. Wir würden uns freuen, wenn Sie ein kleines bisschen Geduld mitbringen, manchmal durchatmen. Ich weiß, es ist eine wahnsinnig schwere Zeit, keiner weiß, wie es weitergeht. Aber trotzdem, wir freuen uns, wenn Sie da sind. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und wenn es wieder was Neues gibt, ich melde mich wieder.